Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey DLC Nummer 2, das Schicksal von Atlantis, Episode 3, das Urteil von Atlantis, glaube ich, hieß. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber da wir die Dicastes sind, das ist ja so eine Art Richterin, ich glaube, es war das Urteil von Atlantis, wie die Episode hieß, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ist ja aber auch egal. Wir wollen weitermachen, denn wir wollen hier dick abquesten. Wir haben noch ein paar Quests vor uns. Zumindest auch Quests, die man auf der Karte annehmen kann. Okay, an das Pferd werden wir jetzt nicht so leicht kommen. Müssen wir laufen. Die man auf der Karte annehmen kann. Und sobald die nämlich alle weg sind, müssen wir diese ganzen Sammelquests machen. Mit den Adamantbarren, den diesen Fähigkeiten-Upgrades und natürlich auch mit der Rüstung. Aber das machen wir erst, wenn wir alle anderen Quellen erschöpft haben, sozusagen. Hier sieht es echt schön aus. Gefällt mir irgendwie so hier so unter Wasser. Garten des Triton. Hieß Triton nicht der Vater von Ariel, der Chef aus dieser Unterwasserstadt aus Ariel? Bin mir nicht mehr so genau sicher. Aber gucken wir mal, was der Typ hier zu sagen hat. Irgendwas mit Lasern ist da auf jeden Fall schon mal. Und auf einmal wurde es jetzt einfach so dunkel. Auch gut. Von mir aus. Ah, Dicastes. Das heißt, du könntest mir bei meinem Lichtpflanzen-Regenerationsprojekt helfen. Deinem was? Oh, verzeih, ich fange am besten von vorne an. Ich bin Neokles, ein himmlischer Gärtner hier in Atlantis. Ich arbeite daran, das Pflanzenwachstum zu unterstützen. Können die Pflanzen hier nicht von allein wachsen? Oh nein! Du bist doch keine Anhängerin von Minerva, oder? Wenn du dich nicht klarer ausdrückst, habe ich keine Ahnung, wie ich dir helfen soll. Verzeih mir, Dicastes. Du bist noch neu in Atlantis und ich war voreilig. Ich fange von vorne an. Im Grunde sind Pflanzen unsere wichtigste Ressource hier. Doch die Menschen haben zu viele von ihnen gepflückt und nun leidet die Luftqualität. Du willst neue anpflanzen? Ja, sozusagen. Ich habe eine Hypothese, eine Theorie. Ich glaube, eine mächtigere Energiequelle als die Sonne könnte zu einem nachhaltigeren Wachstum führen. Da komme ich nicht mit. Im Garten des Triton gibt es Vorrichtungen, die das Licht reflektieren. Leiten wir die Strahlen mit Hilfe der reflektierenden Oberflächen um, können wir das Pflanzenwachstum stimulieren. Ich soll die Beleuchtung verbessern. Ja, eine Dicastes, die sich um die natürlichen Ressourcen kümmert. Das sendet ganz Atlantis eine klare Botschaft. Eine gute Botschaft, hoffe ich. Also ich meine, komische Theorie, ne? Ich meine, es stimmt zwar, dass Pflanzen die Sonne brauchen, um zu wachsen, aber die Sonnenstrahlen einfach zu bündeln. Aber alle Lichtstrahlen einfach zu bündeln und dann auf die Pflanzen zu richten, fackelt die Pflanzen vermutlich eher ab. Naja, wir müssen auf jeden Fall alle Lichtstrahlen darauf reflektieren. Sind zum Glück nur zwei, so wie es momentan aussieht. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir die überhaupt reflektieren können. Fangen wir mal mit dem hier rechts an. Aber solche Lichträtsel hatten wir ja bereits auch schon früher im Spiel, wo wir irgendwelche Spiegel umlenken mussten und sowas alles. Das muss die Vorrichtung sein, von der Neokles sprach. So ähnlich habe ich doch das Tor zu Atlantis geöffnet. Genau. Ah, oh, wir können es auch selber unterbrechen und wir fackeln das schon mal nicht ab, das ist schon mal gut. Wir können auch die Spiegel anscheinend nicht manipulieren, sondern nur diese Dinger hier. Das heißt, wir können das jetzt hier zur Seite schieben, damit es auf den nächsten... Toll, jetzt haben wir es ausgerechnet so geschoben, dass es im Weg ist, oder? Wir schieben es mal in die andere Richtung. So. Oder? Macht das überhaupt Sinn? Ah, da ist sogar auch ein Spiegel drauf. Okay, wartet mal. Ah, okay, wir müssen das hier innerhalb dieses Dings rumschieben. Aber welches nehmen wir da? Am besten das hier, ne? Das guckt nämlich auch in die richtige Richtung. Mit seinem Spiegelelement. Das andere guckt ja komplett falsch. Das heißt, das können wir jetzt hier reflektieren. Dann geht's da drauf und das geht dann da drauf und das da drauf und dann ist hier wieder was im Weg. Okay, das heißt, wir müssen das zur Seite schieben. Das geht mal dahin. Dann geht das hier hin. Und dann geht das zur Seite.
Okay, wo geht's? Ist es jetzt schon so weit, wie es sein soll? Oder müssen wir hier das trotzdem nochmal reflektieren mit diesem Ding? Gucken wir mal, wo es hingeht. Okay. Das geht hier hin. Das machen wir dann kaputt. Ja. Okay, das scheint geklappt zu haben. Es wurde auch blau, sehr gut. Es war jetzt hier das totale Hin und Her. Aber es hat schon mal funktioniert, es darauf zu bringen. Das war Nummer 1. Ah, es gibt sogar mehrere. Da hinten ist sogar auch noch ein Lichtstrahl. Okay, es gibt also anscheinend sogar 3, die wir vorbereiten müssen. Aber das scheint ja theoretisch nicht so schwer zu sein. So. Das ist im Weg. Dann schieben wir das. Ne, können wir es auch in die andere Richtung schieben? Nein. Okay, wie kriegen wir das dann weggeschoben, dass das nicht im Weg ist? Müssen wir, glaube ich... Nee, wartet mal. Das will ich so nicht machen. Das schieben... Hallo. Das schieben wir mal hier rein. So. Dann können wir das nämlich ein bisschen seitlich schieben, ein bisschen nach links schieben. Ich hoffe mal, das reicht dann. Ja. Und jetzt schieben wir das noch ganz nach hinten und dann ist das nämlich nicht mehr im Weg. Genau. Perfekt. So, dann geht das weiter, weiter, weiter. Nach da, nach da. Das kaputt machen. Und dann haben wir das sogar auch schon geschafft. Okay, das war kein schweres Rätsel. Das war im Prinzip nur 2 Sachen verschieben. Pflanzen werden schon bald wachsen. Ja, hoffe ich mal, dass die Pflanzen bald wachsen werden. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch nachgucken. Ich hatte irgendwas gerade angeguckt. War es mein Handy? Irgendwas habe ich gerade nebenbei, während ich rumgeschoben habe, habe ich irgendwas gerade angeguckt und habe mir gedacht, oh, da muss ich gleich mal gucken, was da war. Aber ich weiß es schon nicht mehr. Ist ja eigentlich auch egal. Dann wird es schon nicht so wichtig gewesen sein. So, wo sind jetzt, ist denn jetzt der dritte Strahl? Der war da oben, oder? Genau da oben. Dann müssen wir hier mal schnell hoch. So. Ah, wartet mal. Doch, ich hatte, glaube ich, noch eine Quest. Ah, doch, da, genau. Ich hatte einfach nur diese Quest hier oben auf der Minikarte gesehen, auf dem Kompass. Da gehen wir natürlich auch noch hin, logisch. Also dann habe ich wenigstens rausgefunden, was das Problem... Hallo, warum gehst du da nicht hoch, Cassandra? Mach doch einfach mal einen coolen Sprung hier, so nach oben. Ah, jetzt hat. Okay, danke. So. Hier müssen wir anscheinend weiter. Hier wird dann gleich der Strahl kommen, darum mache ich hier schon mal frei. Der Strahl wird von hier oben irgendwie kommen. Da haben wir ihn, genau. Hier ist schon wieder was im Weg. Können wir das einfach runterwerfen? Das können wir tatsächlich einfach runterwerfen, so. Dann geht das hier durch. Wie ich schon gesagt... Oh, sorry, jetzt das... Musste ich niesen. Jetzt ist das natürlich wieder im Weg, aber das können wir einfach zur Seite schieben. So, zur Seite. Und dann geht das sogar auch schon durch, genau da, wo wir auch schon frei gemacht haben. Dann geht es nach da hinten. Okay, da laufen wir am besten hier so rum. Dann können wir nicht den direkten Weg nehmen. Ist auch witzig, dass die hier extra so ein Holz oder extra so ein Ding hingelegt haben, dass man hier die 2 Meter abkürzen kann. Auch gut. So. Dann hier weiter über die Baumstämme und dann einfach nur da wieder wahrscheinlich das Ding kaputt machen und dann ist das auch schon fertig. Hallo. So. Dann dürften ja jetzt die Blumen super gut wachsen. Ja, das hier soll eine bessere Energiequelle sein als die Sonne? Wunderbar. So sollte es gehen. Jetzt zurück zu Neokles. Okay, ich hatte das falsch interpretiert. Ich dachte, der bündelt wirklich einfach die Sonnenstrahlen auf die Pflanzen. Aber der will wirklich... Was ist passiert? Der will wirklich, dass diese Energie... Dass das wirklich so eine Art neue Energiequelle wie die Sonne ist. Und nicht einfach nur ein gebündelter Sonnenstrahl. Dann könnte es natürlich funktionieren, je nachdem, was für ein Vieh das da ist. Vielleicht ist das ja irgendwie besser als die Sonne. Kann natürlich sein. Die Strahlen sind neu ausgerichtet. Es schien zu funktionieren, aber dann... Die Strahlen sind ausgerichtet, ja. Aber die Energie ist weg. Was glaubst du, woran das liegt? Na, die Sicherung ist geflogen. Das hat alles keinen Sinn. Die Lichtstrahlen sollten sich über die Gärten erstrecken und sie mit angereicherten Photonen versorgen.
Oh nein, mit den Photonen stimmt etwas nicht? Machst du dich über mich lustig? Wer weiß denn nicht, was Photonen sind? Nur ich und der Rest der griechischen Welt. Vergiss die Photonen. Mit meiner verbesserten Quelle sollte die Vorrichtung... Oh, außer das Licht stammt nicht aus der verbesserten Quelle und ist nicht angereichert. Der nächste Schritt ist also... Geh zum Aufsichtsraum. Die Energiequelle muss an Ort und Stelle sein. Und was genau ist diese Quelle? Es ist eruptives Material aus himmlischer... Es ist ein Stein. Stell sicher, dass da ein Stein im Aufsichtsraum ist. Oh, gut. Ich sehe nach, ob dieser Stein da ist. Ich finde das gut, wie sich Cassandra einfach damit begnügt, nicht zu erfahren, wie das wirklich alles funktioniert, sondern einfach, dass es halt so ausgedrückt wird, dass die damit arbeiten kann, aber was da wirklich hintersteckt, ist eigentlich auch scheißegal. Die Vögel und die Bienen. Aha. Okay, gut, dann haben wir hier anscheinend neues Gebiet. Kommt sogar in Ladebildschirm, okay. Hier heißt das, dass er irgendwo in Atlantis drei Pläne für blablabla legendäre Waffen entwickelt. Ja, schön. Gucken wir mal, was hier ist. Da ist kein Stein. Anscheinend hatte Neokles recht. Hier ist kein Stein. Aber irgendein Assi steht hinten rum. Und sogar ein Isu. Stehen geblieben! Ich bin die Castes, bleib gefällig stehen. Komm zurück! Okay, müssen wir einfach mal hinterher rennen. Kann nicht so schwer sein, die zu fangen. Wir können anscheinend sogar auch einfach abkürzen. Oh, das war, glaube ich, nicht so gut. Oder doch, geht. Wir kommen näher. Fangen den Eindringling. Machen wir das mal wieder mit Abkürzen und sowas alles. So. Jetzt haben wir sie gleich. Oh, Mist. Waren wir schon fast weit genug, um ein Attentat zu machen. Läuft die jetzt hier eigentlich die ganze Zeit im Kreis? Oder wie ist das gedacht? Oh ne, okay. Was hat denn eine Dicastes hier zu suchen? Ich jage eine Diebin. Offenbar warst du es, die Neokles Stein gestohlen hat. Mein Name ist Melitta. Ich bin eine Umweltbiologin, keine Diebin. Neokles hat keinen Anspruch auf eine natürliche Energiequelle wie diese. Oh, Melitta. Die macht Kaffee zum Genuss, glaube ich. Dieser Stein muss sehr wertvoll sein, wenn du ihn stehlen wolltest. Du bist die Dicastes und weißt nicht, was diese Energiequelle ist? Interessierst du dich nicht für die Zukunft unserer Ressourcen? Es ist ganz einfach. Steck den Stein in Neokles Vorrichtung und die Pflanzen wachsen wieder. Oh, die erklärt uns jetzt was. Ich frage mich, wo ich da mal wohl gerade ganz kurz aufgeploppt ist, dass ich ein Attentat hätte machen können, ob das wirklich gegangen wäre. Als zu viele Pflanzen gepflückt wurden und das Bienensterben begann, versuchte er zunächst, die Pflanzen künstlich zu bestäuben. Als er die Pflanzen künstlich bestäubt hat, hat er den Boden ausgelaugt. Als er den Boden... Ich verstehe schon. Aber wie würdest du die Gärten retten? Gar nicht. Die Natur heilt sich seit Urzeiten selbst. Neokles muss aufhören, sich einzumischen. Melitta! Macht Kaffee zum Genuss. Du warst schon immer gegen dieses Projekt. Du ignorierst den Einfluss der Zivilisation auf das Ökosystem. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wann akzeptierst du, dass deine Theorie widerlegt ist? Widerlegt ist das falsche Wort. Ich habe lediglich meine Theorie angepasst, nachdem sie zu unerwünschten Resultaten geführt hat. Hört auf zu streiten, ihr beiden. Du hast recht. Ich wollte die Energiequelle zerstören, um dieses Projekt endgültig zu beenden. Aber als Dicastes obliegt dir die Entscheidung. Toll. Jetzt müssen wir hier diesen blöden Streit schlichten. Ich meine, der Neokles, der erscheint, sich schon echt viele Gedanken zu machen. Und der hat ja auch wirklich gute Absichten. Aber und die Frau, die scheint ein bisschen arrogant zu sein, aber die scheint das Ganze ein bisschen mehr zu verstehen als Neokles. Und die hat nicht ganz Unrecht. Die Natur wird sich immer selber heilen. Das wird auch bei uns so sein. Ich meine, wir sagen zwar auch, wir zerstören die Natur und vernichten den Planeten. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Planet uns überleben wird. Also letztendlich werden wir uns vermutlich vernichten, aber die Natur wird, denke ich, überleben. Von daher bin ich da auch eher auf der Seite von der Frau. Allerdings geht es hier ja nicht nur um die Natur als großes Ganze, sondern um einzelne Pflanzen.
Und dass die selbst dafür sorgen, dass sie überleben, glaube ich irgendwie auch nicht. Aber wir bleiben mal bei diesem Prinzip, dass die Natur und der Planet schon selbst für sich sorgen wird. Und eher die Menschen oder die, die am meisten drin eingreifen, dass die eher vernichtet werden. Das Projekt, an dem Neokles arbeitet, ist wichtig für die Zukunft von Atlantis. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Gib mir den Stein. Das wollte ich nicht. Mist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich wollte eigentlich 2 drücken und den Stein zerstören. Danke. Damit sicherst du die nachhaltige Entwicklung von Atlantis für Jahrhunderte. Und irgendwann werden ganz sicher auch Zyniker wie Milita Fortschritte anerkennen. Sei vorsichtig. Es klingt, als wäre deine Theorie noch nicht ganz zu Ende gedacht. Es ist das einzig Richtige für alle Bewohner von Atlantis. Vertrau mir. Bitte, erweise mir die Ehre, den Stein zurück zur Vorrichtung zu bringen. Okay, das war ein Ausversehen. Ich dachte eigentlich, ich habe meine beiden Finger zum Drücken auf 1 und 2. Ich hatte sie aber auf Axon Zirkonflex und 1. Und als ich dann auf 2 drücken wollte, habe ich natürlich dadurch auf 1 gedrückt und habe damit jetzt das Falsche ausgegeben, was ich gar nicht wollte. Aber ich meine, wir können uns das Ganze natürlich auch schönreden und sagen, ja, okay, wir haben trotzdem das Richtige gewählt, denn wir sind ja schließlich eigentlich auf der Seite der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist ja prinzipiell was Gutes. Und genau das will der Neokles ja machen, während das Milita nicht will. Die will ja einfach sozusagen stagnieren und einfach alles sich selbst überlassen. Und von daher als Wissenschaftler haben wir dafür das Richtige gewählt. Na, seht ihr? Schön geredet. Alles gut. Man kann sich auch selbst was einreden. Da bin ich besonders gut drin. So, Atlantis-Gärten werden sich bald erholt haben. Sehr gut, verlasse den Aussichtsraum dann. Oh, wir haben sogar auch 20 ISO-Wissen gekriegt. Das heißt, wir haben sogar auch bald die erste Stufe erreicht. Das ist natürlich auch cool. Und wir mussten bisher noch nichts gezielt dafür machen. Jetzt haben wir noch eine Quest sogar da. Ist die Quest jetzt hier auch zu Ende? Genau. Okay, auch interessant, dass jetzt hier schon mehrere Quests waren, die jetzt erstmal auf dem ersten Blick gar keine Konsequenzen hatten. Die Gärten scheinen sich zu füllen. Mit Tieren. Okay. Die Pflanzen wachsen nicht unbedingt besser, aber Tiere werden dadurch angezogen. Auch nicht schlecht. Aber ist es schließlich auch Natur und Lebewesen. Von daher ist das nichts Schlechtes. Ja, aber was ich meinte mit Konsequenz, normalerweise hätte ich jetzt erwartet, man muss eine Entscheidung treffen. Und entweder ist diese Entscheidung schlecht, dann kriegt man halt gesagt, ja, leider ist alles kaputt gegangen und es hat nicht geklappt. Oder man hat eine andere Entscheidung getroffen und dann ist alles gut. Aber hier ist es so, man muss 2 Entscheidungen treffen, wodurch man NPCs ja entweder verärgert oder nicht oder unterstützt oder nicht. Aber letztendlich sieht man kein Ergebnis, weil das Ergebnis dann auch wahrscheinlich, wie jetzt hier in diesem Fall, zu weit in der Zukunft liegen würde, dass das auf uns gar keinen Einfluss mehr hat. Also ob das mit den Pflanzen jetzt klappt oder nicht. Das ist im Prinzip, das wird sich irgendwann in, keine Ahnung, 10 Jahren zeigen, ob das was gebracht hat oder nicht. Das finde ich interessant, dass hier solche Quests drin sind, die sich, wo es zwar ursprünglich so aussieht, als muss man wirklich Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben. Aber wir sind jetzt hier schon in diesem DLC, also in dieser Episode hier, mehrmals auf Entscheidungen getroffen, die nur lore-technisch, also einfach so fürs Gefühl her halt, Entscheidungen sind, aber auf das Spiel an sich erstmal gar keinen Einfluss haben. Sondern das einfach nur rollenspieltechnisch so gesehen ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Die Sternträgerin muss sich sowohl den unmittelbaren als auch den zukünftigen Konsequenzen stellen. Dafür bedarf es eines großen Verantwortungsgefühls. Der Allee. Du magst mich verrückt halten, aber ich bin immer okay, Aletia hat jetzt fast nochmal genau das gesagt, was ich sagen wollte. Man muss sich auch den zukünftigen Sachen stellen, aber das werden wir natürlich hier als Cassandra in diesem Spiel nicht mehr erleben. Und so ähnlich war es auch mit diesem Tuch. Ob man jetzt dieses Tuch zum Heilen der Kranken nutzt oder nicht, da gab es bisher noch gar keine Konsequenz drauf. Gut, zugegeben, das kann natürlich noch kommen, da wir ja noch nicht wieder auf Poseidon getroffen sind und vermutlich alle Entscheidungen, die was mit den Gesetzen von Poseidon zu tun haben, darauf wird vielleicht auch früher oder später mal Bezug genommen dann. Aber machen wir erstmal noch diese Quest hier. Schnell, folge mir! Und einer fremden Traum? Ich bin keine Fremde. Ich bin Elpis. Ich habe dich beobachtet. Das ist ja gar nicht verdächtig. Ich werde Mantel und Dolch an den Nagel hängen. Ich habe trainiert, um zu werden wie du. Aber Training allein reicht nicht. Du bist mehr als eine Kriegerin.
Das Blut der Götter fließt durch deine Adern. Ich dachte, ihr bevorzugt Isu in Atlantis. So wie sie herrschen, könnten die Isu genauso gut Götter sein. Kalt, berechnend, gleichgültig gegenüber den Menschen, die unter ihnen schuften. Doch es ist nicht nur das Isu-Blut, das dich besonders macht, oder? Da ist noch etwas anderes. Nun, sag du es mir. Ich meine das hier. Deinen Speer. Boah, die hat mir den Speer geklaut. Und Cassandra hat's nicht mehr mitgekriegt. Du willst mich wohl beeindrucken. Vielleicht. Bist du beeindruckt? Du bist seltsam charmant. Für eine Diebin. Du schmeichelst mir. Aber ich habe ein ernstes Anliegen. Oh, sie hat es einfach zurückgegeben. Okay. Also, was willst du von mir? War gar nicht mit bösen Absichten. Ich bin mit Atlas zusammen. Er fürchtet sich davor, die Beziehung öffentlich zu machen. Er meint, seine Gegner würden diese Schwäche ausnutzen. Also hält er mich geheim. Moment. Atlas und du seid verliebt? Ich bin nicht sicher, ob Isu-Männer wirklich lieben können. Nichtsdestotrotz will ich, dass er mich als seine Stärke begreift. Unsere Partnerschaft könnte der Schlüssel sein, um die Kluft zwischen Isu und Menschen zu überbrücken. Deine Liebe ist Kalkül. Wenn unsere Beziehung publik wird, könnten wir heiraten und ich könnte an seiner Seite regieren, die Politik beeinflussen und die Spannungen zwischen den beiden Gruppen mindern. Aber solange ich nur ein Mensch bin, ist das unmöglich. Deshalb wäre ich gerne wie du. Ich wette, die ist nur mit Atlas zusammen, weil Isu-Männer größer sind und die hofft, dass an denen halt alles größer ist. Du engagierst dich leidenschaftlich für Atlantis Politik. Atlas betrachtet den Konflikt zwischen Menschen und Isu ohne jedes Mitgefühl. Ich könnte dieses Mitgefühl einbringen. Jemand, der so bereitwillig seine eigenen Brüder tötet, scheint mir kaum als Ehemann geeignet. Atlas ist wie jeder Isu. Unnahbar und unveränderlich. Darum passen wir so gut zusammen. Ich bringe seine menschliche Seite hervor. Die scheint gar nicht so, so fies und böse zu sein, wie sich das zum Teil anhört, was die erzählt. Es wäre schön, noch eine Verbündete in Atlantis zu haben. Wie lautet dein Plan? Beim Adamant-Metallon gewinnen sie ein Metall für die Herstellung von Instrumenten wie deinem Speer. Mein Speer wurde aus dem härtesten Metall geschmiedet. Könnte es auch für andere Waffen benutzt werden? Nun, Adamantbarren vielleicht. Aber ich brauche rohes Adamant. Und ich weiß, wer es für mich schmieden kann. Atlas darf nicht erfahren, was ich vorhabe, also lass dich nicht sehen. Er weiß nichts von alledem? Ich werde es ihm sagen, wenn die Zeit reif ist. Bitte, beeil dich. Oh, es ist wieder so eine Mission, wo wir nicht wissen. Sequenz 1 wird benötigt, um Zugang zu rohen Adamant zu erhalten. Fortschritt in die Weisheit der Alten erhöht die Wissen. Ja, okay. Also wir können jetzt dieses Quest anscheinend nicht einfach so direkt weitermachen, da wir noch nicht Wissensstufe 1 erreicht haben. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal schnell diesen Schnellreisepunkt, der natürlich am Ass of the World ist. Aber hier geht's vielleicht hoch. Elpis ist interessant. Ja, Elpis ist echt interessant. Und dann müssen wir halt erstmal noch was anderes machen nebenbei, bevor wir die Quest weitermachen können. Aber es ist nicht so schlimm, dann werden wir uns mal ein, zwei Polemarchen oder sowas holen. Na, komm, scheiß drauf. Wäre das jetzt mein Solo-Spiel, würde ich jetzt hier alles nutzen, um am Geld zu kommen, um meine Ausrüstung immer weiter perfekt upgraden zu können. Aber das müssen wir jetzt hier nicht machen, das ist übertrieben. Naja. Gehen wir aber erstmal hier hoch und dann gucken wir gleich mal ins Questlog, wie wir vielleicht auf den einen oder anderen Pullemarchen stoßen können. Ich denke mal, wenn wir da in die Mine gehen, können wir vielleicht auch dann direkt den nächsten Adamantbarren da besorgen. Das kann natürlich sein. Gucken wir gleich auch mal, wo die theoretisch sein sollten, diese Barren. Und ja, dann machen wir erstmal ein bisschen was und dann kriegen wir vielleicht auch dann Wissensstufe 1 hin. Dann können wir nämlich hier in diese Mine rein. So, gucken wir mal schnell. Also da kommen wir gerade nicht rein. Dann ist das mit diesen Dingern hier. Nördlichen Teil der Erkenntnis Titan, Erkenntnis der Kinder, okay. Dann, das ist das mit den Stufe 1, das ist das mit den Barren.
Einige befinden sich auch bei den Erkenntnissen der Hüterin. Okay, Adamantstücke werden in Truhen aufbauen. Du findest Adamantbarren in Archiven und anderen aufbauen. Okay, ja, gut. Und das haben wir hier jetzt noch. Diese verschiedenen Polemarchen. Befestigt das Doma des Mestor, Doma des Isle, Doma des Asasis, befestigt das Auto. Also verschiedene Domen oder sowas müssen wir hierfür besuchen. Was hätten wir denn da? Ja, die Sache ist natürlich, dass wir hier noch nichts aufgedeckt haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Iris-Sammlung. Haben wir vielleicht irgendwas, was Doma heißt, was wir schon aufgedeckt haben? Natürlich nicht. Scheiße, das heißt, wir müssen zu diesen ganzen Kack-Fragezeichen hin und gucken, was das alles ist. Gucken wir dann, fangen wir dann direkt mal hier hin. Also wir müssen jetzt halt ein kleines bisschen auf Erkundungstour gehen anscheinend, wenn wir hier weiterkommen wollen. Aber vielleicht haben wir jetzt hier ja direkt schon eins. Was auch immer das ist. Das hier ist natürlich ein großes Gebiet, das könnte dann irgendwie so ein Doma sein. Mal sehen. Doma des Azars, das ist doch perfekt. Genau dort suchen wir. Das heißt, wir werden das jetzt hier aufdecken, soweit es geht. Und das werden wir dann auch direkt abschließen, also abquesten. Was haben wir da sonst noch? Noch ganz viel anderes Zeug. Achso, das ist die Tür, dass man... Genau, das ist dann da unten diese Mine, wo wir rein müssen. Da sehen wir jetzt also, wir kommen da nur mit Wissensstufe 1 rein. Okay, gut. Dann werden wir doch da gleich mal reingehen. Und das, oh, da habe ich noch einen gesehen. Moment, der ist da irgendwo, da ist er, genau. Und werden das dann jetzt hier abquesten, das Gebiet. Dürfte eigentlich kein großes Problem sein. Der hat mich zum Glück dann nicht gesehen, der kommt jetzt aber hier runter, das ist natürlich schlecht. Hoffentlich kommt jetzt nicht, doch er kommt hier, na gut, da müssen wir verketten. Einfach auf den drauf, so. Und weiter auf den da hinten. Und dann noch auf den. So, alles klar. Das hätten wir also auch schon mal geschafft. Dann kannst du ja hier... Was ist da übergeblieben? Ach, die Waffen von dem, okay. Dann kannst du hier nämlich direkt weitergehen. Hier haben wir noch eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. Ist was Episches drin, das ist sehr schön. So. Adamant Metallon. Haben wir als neuen Ort entdeckt, hä? Oh. Ups, falscher Skill. Warum war ich denn jetzt auf dem anderen Quest-Ding auf einmal? Achso, oh. Na gut. Okay. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Da ist auf einmal dieser Koloss gekommen. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber den holen wir jetzt direkt weg. Sobald der wieder da ist. So. Alles klar. Wird denn jetzt noch explodieren, denke ich mal, genau. Okay, gut. Dann jetzt ruhig weiter. Holen wir uns den Typen da erstmal. Da oben sind noch Gegner, dann kommen wir dann noch hin. Aber erstmal noch den hier holen. Sehr gut, der wollte gerade aufstehen. Ah, das ist einer von den Polemarchen. Das heißt, wir kriegen dann jetzt hier auch direkt eins der Armor-Teile. Dann können wir direkt mal gucken, was das für ein Set ist, was wir da kriegen. Beinschienen des Dikastes, genau. Das wollen wir uns holen. Gucken wir mal, was das ist und was das für ein Upgrade gibt. Also es ist Kriegerschaden, Schaden durch verbesserte Fähigkeiten. Und Dikastes erhalte bei Treffern für 15 Sekunden eine ISU-Aufwertung. 60 Sekunden, ja, was heißt denn das? Für 15 Sekunden eine ISU-Aufwertung. Heißt das dann, sind unsere Skills besser oder was ist damit gemeint? Keine Ahnung. Und man macht halt auch plus 16% Schaden durch diese verbesserten Fähigkeiten. Eigentlich nicht schlecht, aber es ist eine Krieger-Armor. So, dann gucken wir mal, was hier steht. Hey, wie können wir das denn nutzen? Von hier aus oder was? Ah ja, von hier aus, okay. Azars persönliches Tagebuch. Jeder Zyklus ist schlimmer als der vorherige. Die Stadt verändert sich, wunderschön, strahlend, doch im Herzen zerfällt sie, die Leute werden krank, die Pflanzen sterben, was übersehen wir? Und noch schlimmer, was kommt als nächstes? Ja, Azars war ja, glaube ich, der Arzt, der eigentlich von allen von diesen Isu am sympathischsten war. Hä? Nein, andersrum. Geh doch einmal bitte... Oh, Mensch, Frau...
So, da kommt jetzt natürlich gerade ein Typ angeschissen. Das ist natürlich nicht gut. Aber den können wir vielleicht so anlocken und dann rüberziehen. Okay, hat noch irgendwie geklappt. Keine Ahnung wie, aber irgendwie hat es noch geklappt. Gut, und der Koloss hat es nicht mehr mitgekriegt, aber den holen wir uns noch schnell. So. Gibt wenigstens gutes Geld. Dann können wir hier sogar auch die ISO-Datenbank scannen. Kriegen wir wieder ein bisschen Infos. Und dann schließen wir, glaube ich, auch damit das Gebiet ab, oder? Ja. Aber wir haben leider noch nicht ISO-Wissensstufe 1 erreicht dadurch. Es hat also noch nicht ganz gereicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Sind jetzt diese Doma oder so, sind das vielleicht genau hier immer außen, die Dinger? Das könnte passen, oder? Dass es immer die Dinger hier außen sind. Gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal zu diesem hier reisen, gleich. Und dann gucken wir mal, ob das so ein Doma ist. Weil das ist natürlich leicht, die zu finden. Und auch die 5 Polemarchen zu finden, ist dann natürlich leicht. Das wäre natürlich optimopti, wenn das so wäre. Das ist nämlich schon mal eine Quest, die wir easy und leicht abschließen können, um uns die komplette Armor zu holen. So, hä? In welche Richtung soll jetzt hier das Fragezeichen sein? Okay, das ist anscheinend nicht der Fall. Es sei denn, es ist unten drin. Ja, es ist unten drin. Gucken wir mal schnell, was da ist. So, nein, das war, glaube ich, zu tief. Ja, ein bisschen zu tief, aber nicht so schlimm, glaube ich. Denn hier ist netterweise so ein Karren gewesen, dass man schnell an der Wand hoch kann. Was haben wir jetzt hier für ein Doma? Hoffentlich ist es auch ein Doma. Doma des Elasipos. Genau, da ist das nächste, was wir holen müssen. Alles klar, das werden wir dann noch machen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, Leute.